Vespa 50N heute eingetroffen im Kanal. Ich grüße euch alle. Das ist ein sogenanntes Restaurationsprojekt. Die ist nicht fahrbereit, nicht funktionstüchtig. Die hat jetzt mehr als 10 Jahre gestanden. Ich habe mal geschaut, hat keinen Zündfunke. Ja, und die ist auch stark überholungsbedürftig. Vespa 50N mit Rundlenker. Auf dem Tacho stehen 18.500 Kilometer und mit Betriebserlaubnis. Ausgestellt 1978, V5B3T. Die Gude haben sie wohl mal in den 90er Jahren überlackiert, ein Handschuhfach hier vorne drauf geklebt. Und dann haben sie es auch schwer mit Spachtel vergewaltigt hier. Ja, das Trittbrett, da muss einiges gemacht werden hier. Ob man das noch retten kann, keine Ahnung. Ja, sonst können wir ja mal drüber schauen. Hier vorne haben sie auch das Beinschild überarbeitet. Können wir mal drüber. Aber einen richtig guten Stoßdämpfer haben sie hier verbaut. Ja. Oben. Lenker ist auch okay, keine Ausbrüche, das passt. Beinschild auf der Seite, Fender ist auch in Ordnung. Aber das Trittbrett ist halt schlimm, hier sieht man es, 5 mm Spachtel drauf hier. Ja, und hinten haben sie auch eine Rundung eingearbeitet. Gehen wir mal über den Rahmen. Seite, Rahmen, der scheint auch in Ordnung zu sein. Dank, der ist schwer verschmutzt von innen, den müsst ihr ordentlich reinigen, kann man was erkennen. Nicht wirklich, doch, ne, es geht. So schlimm sieht er nicht aus, kriegt man auch wieder hin. So, schauen wir mal hier im Vergaserraum. Da haben sie auch irgendeinen anderen Vergaser drauf gesetzt. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Sitz von innen. Es dürfte heute sehr windig sein. Die Geräusche entschuldige ich bitte. Die Nummer hier, die habe ich mal frei gemacht. Die hatten sie auch mit zugespachtelt und überlackiert. 179261. 179261 passt auch mit der Betriebserlaubnis überein. Ja, soweit, so gut. Dann legen wir sie mal ins Gras und schauen uns das gute Stück mal von unten an. Trittbrett, schon mal gut, keine Welle drin. Das haut schon mal hin. Aber hier unten haben sie es auch vergewaltigt mit Spachtel. Da gibt es einiges zu tun. Motor. Da gibt es auch keine Abschürfung. Das passt auch. Die Abdeckung fehlt hier unten. Aber ansonsten ist auch okay. Normalerweise sind die immer hier stark angekratzt. Das passt. So, und Stoßdämpferaufnahme, schauen wir mal hoch. Das scheint auch gut zu sein. Karosse von innen ist super. Freilauf ist da, aber macht Geräusche das Radlager ein bisschen. Vorne ist der Freilauf super. Ohne Nebengeräusche. Ja, Auspuff sieht noch richtig gut aus. Da haben sie damals einen neuen drunter gesetzt. Ja, abschließend kann man sagen, Vespa 50N mit Betriebserlaubnis, dein Restaurationsobjekt nicht fahrbereit, ohne Zündfunken. Ja, und dann vergesst nicht, noch einen Like-Button zu setzen. Danke.
Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Roller. Bye bye, ciao. Ja, auch die Glocke betätigen, da habt ihr dann immer sofort alle Videos. Und Abo halt vorher noch, ne? Tschüss.